Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Kirby und das magische Garn. Wir befinden uns immer noch in Grasland und heute machen wir weiter mit Kletterboningen. Los geht's! Ach, das war dieses Level genau. Das finde ich designtechnisch wirklich sehr, sehr klasse, aber ich mag es nicht so extrem gerne, weil man hier nämlich von allen Seiten abgeschossen wird. Und das ist nicht so meins, weil ich mich grundsätzlich immer treffen lasse. Das kennt man ja schon von mir. Zack. Weg mit dir. Lass mich doch nicht von dir abschießen. Naja, ich lasse es doch mit mir machen meistens, weil ich einfach ganz gekonnt in die Schussbahn von den Pfeilern reinlaufe. Ich weiß auch nicht warum. Das war schon wieder viel zu knapp. So, das hätte ich ganz gerne. Diese Blätter hier, nennen wir es mal so, die geben mit der Zeit nach. Da muss man so ein bisschen aufpassen. So, dich nutze ich mal ganz gekonnt aus. Hi. Nein, nicht in den Pfeil reinlaufen. Vielleicht komme ich hier ja durch, ohne mich treffen zu lassen. Das ist ja mal was ganz Neues. Könnte ich mit leben. So, bevor ich jetzt da hoch möchte, möchte ich ganz gerne hier die ganzen Perlen nochmal einsammeln. So nicht, aber fast. Also ich finde es wirklich cool, dass man hier so hochklettern muss. Kletterboningen trifft es da schon ziemlich genau. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen kniffliger als die Level davor. Nicht viel, aber trotzdem. Sichtschutz. An dieser Wand ranken sich Kletterpflanzen empor. Alles klar. So, hepp, hepp. Ach genau, das war diese Stelle. Die war auch ein bisschen, nicht fies. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Und zwar starten die gleich hier mit ihren Luftballons. Das finde ich total toll. Nur solange wir da drauf sind, tun die sich ein bisschen schwer. Hui, das war sehr gut. So, jetzt fliegen die ganz locker flockig einfach hoch. Aber wenn wir da drauf stehen, dann tun sie sich ein bisschen schwer. Deswegen ist es keine schlechte Idee, zwischendurch vielleicht einfach mal zu springen. Um die armen Waddledees zu entlasten. Das war gekonnt drauf gelandet. Nein, du schubst mich da jetzt. Ich hätte dich wahrscheinlich gebraucht, um da hochzukommen, oder? Respawnst du? Wäre voll toll. Oder ich nutze einfach dich mal aus. Vielleicht komme ich ja so darüber. Ich weiß nicht. Das reicht. Okay. Wunderbar. Kletterboningen. Jawohl. So. Hopp. Hopp. Man sieht auch, wie die Luftballons immer dünner werden. Da muss man so ein bisschen aufpassen. So, dich möchte ich mal beseitigen, damit du keine armen Waddledees mehr abschießen kannst. So, wo möchte ich denn jetzt hin? Ich möchte einmal da rüber. Genau. Hallo? Nimmt mich einer mit? Okay. Ja. Ich schleiche mich mal von hinten an. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. So. Und dann müsste ich noch einmal da hoch, bitte. Reicht das? Reicht das? So, gerade eben. Okay. Wir sind auf jeden Fall oben angekommen. Komme ich da? Ich glaube, da komme ich von da drüben noch dran. So, hier haben wir den ersten ernstzunehmenden Gegner. Wenn ich mal da hinkommen würde. Kann ich da mal bitte irgendwas von einsammeln, wollte ich sagen. Ohne mich treffen zu lassen. Spuck mich nochmal an, los. Sehr gut. Zack. Und nochmal und dann war's das. Okay. Der Treffer war nicht unbedingt nötig, aber okay, kann ich mitleben. Zack. Wollen wir hier doch mal einmal hoch. Generell, es gibt in den normalen Stages nicht so viele ernstzunehmende Gegner. Das sind meistens wirklich blöde Treffer, die man da kassiert. Nichts weiter. Nimm mich mit. Verdammt, ich wollte ihn so ganz lässig im Sprung noch erwischen. Etwa so. Und hepp und
Hä? So. Die Dinger sind nämlich ziemlich fies. Da drüben ist nur ein Stern. Okay. Und platsch, abgestürzt. Kann einem ja schon leid tun. Und, okay. Wolkenkissen. Dieses flauschige Kissen garantiert zu 99% einen heiter bis wolkigen Schlaf. Oh, wie süß. Das ist schon echt niedlich. Lass mich... Meine Güte. Diese Wordle, die sind manchmal echt anhänglich. So. Ah, na gut. Dann landen wir eben hier. Ah, mit dir komme ich, glaube ich, nicht weit. Platsch. Dann nehme ich lieber dich. Also die Idee ist wirklich super dahinter. Nur, man muss so ein bisschen aufpassen mit den... Ah, Luftballons, das war schon ziemlich knapp. Und hepp. Na? Wow. Das schaffe ich in den wenigsten Fällen, in dem Bereich zu landen. Es reicht sogar noch für die Goldmedaille, das ist schön. Ich glaube, ich habe irgendeinen Schatz vergessen, oder? Ja, wie gesagt, es juckt mich eh nicht, weil ich die 100% nicht machen möchte. Aber ist doch ungewöhnlich, oder? Habe ich alle? Ich glaube, die Kletterwand. Doch, die habe ich auch. Okay. Dann habe ich die irgendwie nicht bewusst wahrgenommen. Gießkanne. Alles klar. Ich meine, jetzt kommt auch schon der erste Bosskampf, wenn ich mich recht erinnere. Das kann ja was werden. Ja, sieht auch schon so ein bisschen unheilvoll aus. Fangora. Ich habe mich beim ersten Durchspielen wirklich gewundert, dass jetzt schon der Boss kommt, weil es nämlich noch zwei weitere Level gibt. Das können wir hier ganz gut sehen, da ganz unten und dann da, wo die Eule schläft. Und ich habe mich ziemlich gewundert, warum man jetzt schon zum Boss kann. Beim Boss ist es auch wieder so, dass man Medaillen bekommen kann, je nachdem wie viele Perlen man einsammelt. Denn der Boss hat keine Energieleiste, sondern man muss ihn so und so oft treffen. Und bei jedem Treffer lässt er wieder Perlen fallen, die man einsammeln kann. Und dafür bekommt man dann eben am Ende eine Medaille. Allerdings gibt es nicht nur Bronze, Silber und Gold, sondern auch noch eine vierte Medaille, die man bekommt, wenn man eben besonders gut ist. Und wenn man die hat, dann schaltet man die beiden Bonus-Stages frei und nur dann. Dementsprechend, wenn ich möglichst viel von dem Spiel zeigen möchte, auch ohne 100% zu machen, muss ich die Bosskämpfe perfekt machen und, naja. Ich weiß nicht, ob ihr meine Bosskampf-Skills kennt, die sind nämlich so ziemlich nicht vorhanden, aber ich werde mich bemühen. Ich werde versuchen, das hinzubekommen, aber ich kann nichts versprechen. Also, es kann auch gut sein, dass wir von den ganzen Bonus-Stages nicht sonderlich viel zu sehen bekommen, aber ich versuch's einfach mal. Bei späteren Bosskämpfen ist es nicht teilweise ganz nett gemacht, weil man zwar getroffen werden kann, aber immer noch die Medaille bekommen kann. Dieser Boss hier, den muss man absolut perfekt machen. Leider. Und es ist nicht so meine Stärke. Also ich lasse mich meistens mindestens einmal treffen. Aber wir schauen einfach mal. Schwer sind die Bosskämpfe alle nicht. Weil man kann ja auch nicht sterben. Aber wenn man natürlich gut abschneiden möchte und die Bonuslevel sehen möchte, dann muss man sich anstrengen. Und ich glaube, man kann auch ganz gut schon den Schwachpunkt von dem Boss sehen. Aber er ist irgendwie niedlich, der Drache. Wow. Nein, ich denke nicht. Na, gib mir das. Zack. So, einmal alles einsammeln. Niong. Zack, einmal ausweichen. Und jetzt dürfte er wieder rechts spawnen. Genau. Das Wichtige bei diesem Boss ist, das weiß ich noch, er braucht drei Treffer. Drei Treffer. Drei Medaillen. Könnte man meinen. Au, jetzt habe ich mich voll treffen lassen. Das war nicht so gut. Problem ist einfach. Dreimal treffen. Gut. Ist nicht so das Problem.
Aber dann hat man immer noch nicht die besondere Medaille. Die kriegt man nämlich erst, wenn man ihn zwischendurch noch einmal trifft. Das ist das Problem. Das habe ich jetzt gerade nicht so gut geschafft, weil ich mich währenddessen hab treffen lassen. Das sollte man normalerweise nicht tun. Aber wenn man ihn wirklich regulär dreimal trifft, plus diesen einen Bonustreffer, dann kriegt man die Medaille. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Das finde ich so ein bisschen fies. So wie jetzt, ich habe die Goldmedaille. Und ihr seht da oben diesen extra Flicken. Den habe ich bekommen, weil ich jetzt genug Perlen eingesammelt habe. Hätte ich ihn jetzt zwischendurch allerdings nicht getroffen, dann hätte ich das nicht geschafft. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man kann ihn regulär dreimal treffen, das reicht aber nicht für diesen besonderen Flicken am Ende. Dafür muss man ihn zwischendurch noch einmal treffen mit den Feuerbällen. Das ist ein bisschen gemein. So, du hast folgende Musik gefunden, Fangora. Und wir haben den Maulwurfflicken bekommen. Wie gesagt, wenn man nicht genug Perlen sammelt bei diesem Bosskampf, dann kriegt man den nicht, was ein bisschen gemein ist. Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte zwei Teile Stofflands wieder zusammen. Grummel, Grummel. Kirbys Magen knurrte, sodass er sich auf die Suche nach etwas Essbarem begab. Schade, dass es hier oben keine Tomaten gibt, dachte er. Plötzlich begann der Baum hin und her zu schaukeln. Zunächst dachte Kirby, es sei ein Erdbeben. Dann sah er, dass Prinz Plüsch am Baum rüttelte. So besorgen wir uns in Stoffland etwas zu essen. Kirby versuchte, sich so lange festzuhalten, wie er konnte. Doch das war nicht besonders lange. Ui, das sind aber viele Äpfel, rief Prinz Plüsch. Kirby war so verärgert, dass er hinter Prinz Plüsch herrannte. Er verfolgte ihn so lange, dass er seinen Hunger völlig vergaß. So. Und damit ist die nächste Welt für uns offen. Hitzland. Unschwer zu erkennen, was das für eine Welt sein wird. Aber zum Glück habe ich ja den Flicken. Das heißt, wir haben ja noch zwei Stages. Das wird mir mit Sicherheit nicht immer gelingen. Es gibt Bosskämpfe, da ist das wirklich ziemlich schwierig. Aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Maulwurfbau. In diesen Bonus-Stages gibt es auch wieder Schätze, die wir sammeln können. Und es gibt so eine kleine Besonderheit bei diesen Bonus-Stages. Das werden wir gleich sofort sehen. Unschwer zu erkennen. Und zwar sind das keine normalen Level, denn wir bestreiten die immer mit einer Fähigkeit. Und zwar alle Bonus-Level. In diesem Fall haben wir, wie sollte es auch anders sein, den Maulwurf, der springen kann und graben kann. Und das war's. Ich finde den Maulwurf ziemlich cool, muss ich sagen, aber ich finde die Maulwurf-Stages nicht so schön, muss ich sagen. Also designtechnisch, man buddelt sich hier durch und das war's. Das ist nicht ganz so spektakulär, aber gut, kann ich mitleben. Ich will das da oben. Dann eben nicht, doch. Haha, man muss nur aufpassen, dass man sich nicht schlagen lässt von diesen Blöcken. Was ist da unten? Ach, da geht's weiter. Was ist denn da noch da oben? Okay. Und es ist ziemlich schwierig, die Schätze hier zu finden. Wie ich festgestellt habe. So. Kaputt machen. Dann möchte ich ganz gerne einmal hier durch. Ich finde den Maulwurf ja schon ziemlich genial, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, designtechnisch, naja.
Karottenkommode. Sie steckt voller Vitamine, könnte aber deine Kleidung orange färben. Okay. Es ist Geschmackssache, denke ich. Wo will ich denn hier mal runter? Ich weiß nicht. Da sind auf jeden Fall noch Perlen. Oh, da haben wir Treibsand. Da muss ich mal gucken. Und ein Krokodil. Okay. Kann ich dich kaputt machen? Ja, okay. Ach, ich kann hier einfach hochspringen. Okay. Der Treibsand ist so ein bisschen mies in dem Spiel, muss man sagen. So. Dann möchte ich ganz gerne hier mal runter. Dich lasse ich da einfach mal drin. Und das kann ich bestimmt wieder kaputt machen. Aber prinzipiell, die Idee finde ich ganz süß mit dem Maulwurf. Hui. Komme ich da nochmal rüber? Au. Scheinbar nicht. Da war garantiert noch ein Schatz, aber nun gut. Es sollte wohl nicht sein. Was ist das? Oh, nichts. Wunderbar. Ich möchte nicht da unten gefangen sein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir müssen weiter nach unten. Würde ich einfach mal vermuten. Man findet sich hier auch so ein bisschen schlecht zurecht. Da ist ein Schatz. Baumstumpfbett. In ihm können Eichhörnchen und Holzfäller schlafen, nur lieber nicht gleichzeitig. Sehr gut. Okay. Ich werde es mir merken. Yay. Das Gute ist, ich kann den 1-Knopf auch einfach gedrückt halten, dann buddelt Kirby automatisch. Das ist ganz praktisch. Das würde sonst ziemlich auf die Finger gehen. Aber ich glaube, das ist auch schon das Ende der Stage. Okay. Also wie gesagt, ich mag die Idee mit dem Maulwurf. Ich finde es auch ganz cool, dass wir in den Bonus-Stages die besonderen Fähigkeiten von Kirby nutzen können. Aber designtechnisch finde ich die Stage jetzt nicht so extrem hübsch. Gibt schönere Level. Ich habe aber nicht mehr auswendig im Kopf, welche Fähigkeit die nächste Stage hat. Konfettikanone. Es gibt übrigens immer 2 Bonus-Stages, das könnte ich vielleicht nochmal erwähnen. Mir ist langweilig. Es tut mir leid. Mir nicht. Ich hab Spaß. Hui! Die arme Eule. So. Seltsamer Wald. Ach ja, ich erinnere mich. Doch, ich erinnere mich an die Stage. Auf einmal habe ich so die Erleuchtung. Wobei ich erinnere mich nur an das Ende von der Stage. Es ist aber zumindest schon mal etwas. So. Wir haben wieder das UFO. Diese Stage war ein bisschen gemein, muss ich dazu sagen. Also, ja. Ich fand sie schon ein bisschen gemein, vor allen Dingen, weil es scrollt und ich mag Scrolling-Level überhaupt nicht. Alles einsaugen und kaputt. Also hier gibt es wirklich einiges, was einem treffen kann, zum Beispiel diese wunderbaren Kanonen. Das ist ganz toll. Also das war die erste Stage, die ich beim privaten Durchspielen wirklich gemein fand, muss ich sagen. Also die hat mich so ein bisschen genervt, aber trotzdem finde ich sie ziemlich cool. Vor allem diese Blumenräder hier. Man prallt dagegen und ja, wird weggeschleudert. Das kann teilweise, vor allem wenn es schon so ein bisschen knapp wird mit dem Scrollen, dann kann das ganz schön nervig sein. Nein, ich denke nicht. Und dann haben wir auch noch da diese wunderschönen Räder. Da kommt auf jeden Fall Freude auf. Teleskop! Mit diesem Teleskop kann man in klaren Nächten prima den Himmel erforschen. Das soll wohl sein. Diese sind Waddle-Doos, glaube ich, ne? Die können den Beam einsetzen, soweit ich weiß. Ah, ich hätte das gebraucht für den Schatz, aber ich komme trotzdem dran. Haha. Astkuchen. Dieser Kuchen ist mit Sahne gefüllt. So ist er leckerer als ein echter Ast.
Okay. Müssen wir mal probieren. So, bin ich jetzt hier gelandet? Ich weiß es nicht. Ach ja, ich erinnere mich an diesen Baum. Ich konnte hier, glaube ich, irgendwas einsaugen. Und musste nur aufpassen, dass ich mich im Gegenzug von diesen Dingern nicht treffen lasse. Das war etwas, kniefelig. Weil ich mich gerne von diesen Dingern treffen lasse. Komm her. Ich weiß, du willst das. Oder so. Genau das passiert. Zack. Alles einmal einsammeln. Ich sagte, alles einmal einsammeln. Auch den letzten Rest. Und dann geht's weiter. Ach ja, diese Dinger. Waddle dies, waddle dies. Autsch! Das ist das Problem an dieser Stage. Ich lasse mich immer treffen von allem und jedem. Aber das ist so, das bin ich. Ich lasse mich grundsätzlich in allen Spielen von allem treffen. Ich weiß auch nicht, das ist so. Meine versteckte Fähigkeit. Seltsamer Wald. So, ich sammle ich mal auf. Okay. Bam. Boah, die will ich hier alle nicht haben. Wollen wir doch mal einmal hier hoch. Aber von der Farbpalette her muss ich sagen, na toll, finde ich das echt richtig große Klasse. Diese dunklen Farben, dieses Blau, dieses Grün, das ist richtig schön. Kann ich da bitte mal durch? Macht Platz, ich bin Arzt. Oder so ähnlich. Oder UFO. Wenigstens so ein bisschen Respekt könntet ihr vor mir haben. Ah. Okay. Einmal hier vorbei. Perfekt. Na gut, fast perfekt. Ach, hier kommen diese Windböen. Genau, ich erinnere mich. Die waren auch nicht nett, vor allem weil da oben Stacheln waren. Stacheln sind böse. Auch wenn ich gerne mit den Stacheln kuschle. Ungewollt. Ach, jetzt kommt der nächste Baum, richtig. Bäm! Gleich mal treffen. Ach, Gott. Das ist ja was für mich hier. Eine Stachelkugel. Ah, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Meine Güte. So. War doch gar nicht so schlimm. Hab sogar noch eine Goldmedaille dafür bekommen. Also man muss so ein bisschen aufpassen bei dem Level. Und das ist was, was ich nicht so gut kann, um ehrlich zu sein. Ich lasse mich gerne von Sachen treffen, aber ich bin trotzdem durchgekommen. Dann schafft ihr das doch auf jeden Fall locker. Yay! Und damit haben wir alle Level von Grasland einmal gemacht. Zwar nicht zu 100%, aber wir haben sie alle gesehen. Das finde ich schon mal super. Das kann ich nicht bei jeder Welt garantieren. Ich weiß, dass dir langweilig ist. Aber du kannst dich doch bestimmt irgendwie beschäftigen. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt auch mal Schluss für heute. Und schauen uns dann im nächsten Part Hitzland in aller Ruhe an. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Kirby und das magische Garn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.